Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z. Die guten, die schlechten und nicht zu verwechseln, die mittelmäßigen. Und bin gespannt, was das für eins hier heute ist. Ich zocke nämlich Break Time und das Cover verrät mir, es ist hier wohl ein Billard-Game. Mal schauen, was das kann. Copyright ist 1992. Hier ist es also eher so gegen Mitte, Ende der NES-Zeit. So, gut. Namen eingeben. Was ist das da? Ah, nicht Namen eingeben. Das ist eine komische Schriftart. Das ist nicht Namen eingeben, sondern es ist ein Menü. Ja. Gut, ich habe paar Mal Billard gespielt, aber so gut kenne ich mich jetzt natürlich auch nicht aus. Nein, Ball ist wahrscheinlich das erste, ist wahrscheinlich das klassische, nehme ich mal an. Ah, ein Spieler, aber gesagt, man kann es auch zu zweit spielen. Okay, welcher Spieler bin ich? Bin ich eher so der coole Typ mit dem Hut? Ah, Beginner. Okay, so ist das hier. Profi. Super Pro. Ich bin eher Beginner. So. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ein Spiel ist vollkommen ausreichend. Danke. Enter your name. Und ich kann keine 64 eingeben. Rob. Da muss ich mit Rob auskommen. Okay. Und Ende. Gut. Ja, ich bin schon gespannt. Pool am NES. Wie wird denn das so? Okay. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Scheint so. Wenn ihr ganz hinten ist, wahrscheinlich A drücken, oder? Puff. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich habe Ahnung vom Poolspielen, aber das ist. Was macht man denn da? Wer am stärksten den Ball gegen die Bande hat? Oder was zum Geier geht hier ab? Oder macht man sich so aus, wer anfängt? Anscheinend macht man sich so aus, wer anfängt. Also, wir haben das immer anders gemacht. Okay. Ja, ich würde gerne anfangen. Gut. Kann ich jetzt da irgendwas? Aha. Der dritte, der zielt da. Das war jetzt der Computer. Gut. Ordentlich reingesnappt jetzt da, die blaue Kugel. Gut, wie sehe ich da jetzt, ob ich auf die vollen oder auf die ganzen spiele? Ah, er hat einen versenkt, also kommt nochmal dran, ist klar. Ah. Gut, ich soll jetzt mal zielen. Ich würde es mal gern versuchen auf. Die 1 so anditschen und dann auf die 7. Aber eigentlich nur auf die 7, weil ich da an der 1 und dann die 6 vielleicht reinhauen. Das wird sich gleich nicht ausgehen. Egal, ich versuche es trotzdem. Ich hau da jetzt volle Kanne rein, damit irgendwas wird schon reingehen. Warte. Naja. Habe ich mir jetzt doch mehr erwartet.
Das hängt jetzt der 1, oder was? Oh, der kann das. Der Computer kann das, Leute. Die Grafik ist ganz gut gemacht und das Menü finde ich auch ganz nett. Musik geht. Weiß versenkt, das heißt, ich kann mir aussuchen, welchen Ball hinsetze, oder? Jawohl. Und ich werde den 6er versenken versuchen. Und das werde ich machen, indem ich von hier einfach gerade schieße. Sollte sich doch ausgehen, oder? Was meint ihr? Wie sieht das aus? Ich sag, das geht sich aus. So, jetzt werden wir da zielen. Und ich ziele da. Ach so. Sollte hinhauen, oder? Dann nach oben vielleicht noch ein bisschen. So. Gut, und jetzt dann wieder volle Kanne. Jawohl, versenkt! Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Physik so zufrieden sein soll. Aha, was mein Geister ist jetzt da. Es ist nett, dass der Computer immer nachdenkt. Das ist nur nachdenken, nachdenken. Okay, okay. Jetzt denkt wieder nach. Und? Hat er eine 7 oder eine 4? Oder? Ich habe versucht, eine 7 eigentlich, oder? Ja. Haben wir schon gedacht. Also ich habe mal Pool gespielt mit einem Kumpel, der öfters Pool spielt und ich ja nie, also quasi nie, und habe ultimativ gewonnen gegen den. Einfach nur mit Anfang natürlich kaum gewusst, was ich mache und er ist total verzweifelt. Grüße an Alko übrigens, falls er das sieht. Das werde ich nie vergessen. Mein einziger Sieg im Billard. Ich hau jetzt den 9 rein. Mit dem gleichen Trick wie vorher. So, da zielt er relativ weit oben. So, das sollte sich ausgehen. Und wieder volle Kanne. Batz! Supi! Und ich komme gleich nochmal. Nein, oder? Hä? Komme ich nochmal dran? Nein, ich komme irgendwie nicht nochmal dran. Hätte ich dir jetzt wahrscheinlich nicht versehen. Ich habe keine Ahnung mehr vom Pool, Leute. Ich wirklich. Also ist das jetzt Billard oder Pool? Sagt eher Billard, glaube ich, oder? Pool ist nochmal was anderes, oder? Ich habe. Sorry, keine Ahnung von dem Sport. Was nicht heißt, dass ich nicht im Schätze. Also. Verstehe absolut, warum das Leute machen. Macht durchaus Spaß. Aber. Meins ist halt nicht. Ich gehe lieber skaten. Okay. Kann ich den da einfach da jetzt so ganz dreist so reinspielen? Darf ich das? Ich bin auch raus. Nein! Nein, das wollte ich doch nicht. Nein! Darf ich das, kann ich das nochmal kontrollieren? Habe ich davon gestanden, ich bin draußen? Stimmt doch irgendwas nicht. Bin ja gar nicht draußen. Yeah. So, da jetzt muss ich da irgendeine, die 8 darf ich ja nicht reinhauen, glaube ich, oder? Ich glaube, die 8 darf ich nicht reinhauen. Es tut mir leid, dass ich so wenig Ahnung von Pool spielen habe, aber nur für die 10 Minuten NES Pool spielen lese ich mir jetzt nicht die Poolregeln durch. Leider keine Lust. Also die Stärke. Ja, ich glaube auch viel stärker hätte es nichts gebracht. So, ich schaue auf die Uhr, ob die 10 Minuten schon um sind, weil es ist einfach nicht ganz so meins, muss ich sagen. Obwohl es sicher ein gutes Spiel ist und wenn man jetzt auf Pool Bock hat, kann man das auch durchaus machen. Durchaus auch heute, warum nicht?
Grafik ist ja jetzt nicht so wichtig bei Poolspielen und ich glaube die Physik ist ganz okay. So, dann ich hau jetzt einen 6er rein. See your turn, Rob. Nein. Mal zielen da. Das Zielen funktioniert auch noch mäßig gut. So, da. Gut, und beim nächsten Let's Play weiß ich, kein Getränk mit Kohlensäure trinken beim Let's Play. Sonst stört das, sagen wir mal so. So, da. Probieren wir das mal. Volle Kanne! Bats! Na, leider. Schade. Na. Genug Schmattes hätte er gehabt, aber leider nicht gut gezielt. Ja, der Computer, der denkt schon wieder nach. Ist gut. Denkt nach. Was versucht der jetzt? Zap, zap, zap. Das ist aber auch nur das, was du machst. Ich versuche die Partie gleich noch fertig zu spielen, oder? Das bin ich schon so weit. Unsicher, Leute, unsicher. So, da, ich hau da jetzt nochmal drauf. So, ich sag ganz einfach, wenn ich diesen 6er jetzt reinhau, spiele ich weiter. Wenn ich den 6er jetzt nicht reinhau, war es das. Aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich. So. Batz. Gut, ich spiele weiter. Das nächste ist die 7. Gut, mal schauen, ob ich es schaffe. Falls ich es schaffe, spiele ich weiter. Schauen, ob das nochmal klappt. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Na, es könnte schon gehen. Na, ich glaube, das geht. Das könnte sich ausgehen. Ich habe da volle Kanne drauf auf das Zeug. Na, Mistkick. Jetzt habe ich die falsche auch noch rein. Oh je. Wenigstens war es nicht der 9er. Jetzt kann ich nochmal auf die 7. Warum darf ich nochmal? Ah, weil ich die 8er reingehauen habe. Okay. Das könnte sich ausgehen, oder? Was meint ihr? Geht sich das aus? Das geht sich. Das schaffe ich. Einfach volle Kanne drauf, dann geht sich das aus. Ah, das war nicht volle Kanne. Naja, vielleicht geht sich trotzdem aus. Na komm. Ja, geh, komm on. Das ist ja wirklich ein dummer Mist. Nur weil ich zu schlecht am Controller angekommen bin. Ja, und der Felgen setzt sich jetzt natürlich genau davor und. Da kommt mir einem ja das Kotzen. Wirklich. Gut, der muss jetzt da links den versenken. Links unten, oder? Wenn ich die Regeln jetzt noch richtig im Kopf habe. Und das macht er jetzt auch, oder? Oder was macht er? Nein, er macht irgendwas anderes. Er hat ihn falsch versenkt, oder? Damit habe ich gewonnen. Nein, ich habe verloren. Ich habe offensichtlich wirklich keine Ahnung von den Regeln dieses Spiels. Oh Mann. Egal. Okay, Leute. Das war Breaktime. Wenn man auf Pool Games steht, kann man das durchaus machen. Ansonsten lässt man es lieber bleiben. Danke fürs Zuschauen und ein Abonnieren, da gibt es jeden Tag neues NES-Futter und wenn ihr da drüben schaut, seht ihr, was ich schon alles gezockt habe. Und Daumen hoch da lassen, nicht vergessen. Ciao, ciao.